Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado. Die spanische Influencerin Fernanda, die sich auf Instagram Fernanda Forever nennt, reist derzeit mit ihrem Lebensgefährten Vicente mit Motorrädern um die Welt. Wie die Bild-Zeitung berichtete, führen die beiden zusammen einen Reiseblog. Hunderttausende Menschen verfolgen ihre Geschichten. In ihrem neuesten Video berichtet das Paar allerdings von einem Überfall. Als sie am 1. März im Bezirk Dumka im Bundesstaat Jharkhand an einem abgelegenen Ort gezeltet hätten, hätten sich mehrere Männer dem Zelt genähert und das Paar zunächst mit Steinen beworfen. Dann seien 7 Männer über sie hergefallen und hätten sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Irgendwann, so beschreibt es Fernanda, sei ihnen die Flucht gelungen. Beide haben in dem Video Tränen in den Augen. Auf weiteren Aufnahmen zeigt der Mann seine Verletzungen. Mein Mund ist regelrecht zerstört, schrieb der Blogger dazu. Sie schlugen mich mehrmals mit dem Helm mit einem Stein auf den Kopf. Sie hielten mir ein Messer an die Kehle und sagten mir, sie würden mich töten. Fernanda gehe es jedoch schlechter. Einen Tag nach dem Angriff postete die Influencerin Aufnahmen aus dem Krankenhaus in ihrer Instagram-Story. Mehrere Verletzungen im Gesicht sind zu erkennen. Dazu schrieb sie, so sieht mein Gesicht aus, aber das ist nicht das, was am meisten wehtut. Wir dachten, dass wir sterben würden. Gott sei Dank sind wir am Leben. Auf Instagram bekommt sie viel Trost und Zuspruch. 3 der tatverdächtigen Männer sollen nach mehreren übereinstimmenden Berichten lokaler Medien inzwischen gefasst sein. Nach den anderen wird mit Hochdruck ermittelt.